Guten Tag und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Drehstrom symmetrische Komponenten. Symmetrische Komponenten braucht man dann, wenn das Drehstromsystem unsymmetrisch ist. Was es im Detail damit auf sich hat, lernen wir jetzt hier in diesem Video. Dazu leiten wir her und erläutern, was sie bedeuten. Wir zeigen, dass wir weiterhin einphasige Ersatzschaltbilder nutzen können. Und ich erzähle, was die physikalische Bedeutung von diesen symmetrischen Komponenten ist. Wie schon gesagt, wir können symmetrische Komponenten dann nutzen, wenn wir unsymmetrische Netze haben. Aber das bedeutet, die Speisung ist unsymmetrisch. Das Netz selber, die Komponenten, die müssen weiterhin symmetrisch bleiben. Es kann eine punktförmige Unsymmetrie sein und das Ganze funktioniert nur im stationären Betrieb, also nicht dynamisch. Schauen wir uns einmal an, was es damit auf sich hat. Nehmen wir ein einfaches Drehstromsystem wie dieses hier, wobei die Spannungen U1, U2 und U3 eben nicht gleich vom Betrag sind und durch glatte 120 Grad Phasenwinkel miteinander verschoben sind. Dann können wir die Unsymmetrie beschreiben durch drei symmetrische Drehstromsysteme. Das erste System ist wie üblich rechtsdrehend, das heißt, hier sind dann drei Spannungen, die mit 120 Grad Phasenverschiebung dieselbe Amplitude haben. Wir brauchen ein zweites, bei dem die Reihenfolge der Phasenlage genau umgedreht ist, das heißt, es dreht sich andersrum, wenn es an einen Motor angeschlossen ist, beispielsweise. Und wir brauchen noch ein drittes, bei dem sind alle drei Phasen in derselben Phasenlage. Das heißt, sie sind dann nicht phasenverschoben. Das wäre praktisch so, als wenn wir alle drei Phasen parallel an eine Spannungsquelle anschließen würden. Eine Überlagerung dieser drei Systeme kann dann unser unsymmetrisches System beschreiben. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an. Wir haben jetzt hier das Zeigerdiagramm von einer unsymmetrischen Spannung in einem Drehstromsystem. Und oben rechts sehen wir hier das positiv drehende oder auch Mitsystem genannte Zeigerdiagramm. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Spannungen für die drei Phasen, die durch um 120 Grad versetzt sind, die gleiche Amplitude haben und gegebenenfalls eben einen gewissen zusätzlichen Phasenwinkel hier von vielleicht minus 10, 20 Grad haben. Das ist durchaus erlaubt. Ja? Und wir sehen, die erste Phase ist rot, die zweite ist grün, die dritte ist blau. Es dreht sich also im positiven Sinne im Zeigerdiagramm. Dann bekommen wir das negativ drehende System, auch Gegensystem genannt, manchmal auch Inverssystem. Das ist meistens deutlich kleiner von der Amplitude her, aber auch hier haben wir drei Zeiger mit der gleichen Amplitude, die um 120 Grad versetzt sind, aber in der entgegengesetzten Richtung drehen. Der rote Pfeil für U1 zeigt hier nach oben links und wenn wir im Uhrzeigersinn, also entgegen der letzten Richtung gehen, sehen wir zunächst den grünen Zeiger für U2 und den blauen für U1. Das letzte System, das Homopolarsystem oder auch Nullsystem, ist sehr schwierig zu erkennen, weil es auch sehr klein ist. Man sieht hier unten so einen kleinen Pfeil, der in die eine Richtung zeigt und den grünen und den blauen sieht man nicht, weil der nämlich genau von dem roten überlagert wird. Und jetzt addieren wir diese drei Zeigerdiagramme einmal
zu einem vollständigen Diagramm, um jetzt diese drei Spannungen U1, U2 und U3 zu erhalten. Und dazu fangen wir hier mit dem positiv drehenden System an, UP. Wir sehen also hier diesen roten Pfeil, der entspricht hier diesem lilanen. Dann kommt als nächstes dazu hier im negativ drehenden System ebenfalls der rote Pfeil, der jetzt hier in dieselbe Richtung hier zeigt wie im Zeigerdiagramm, also nach oben links. Und zum Schluss dieser kleine rote Pfeil, der noch hier hinzukommt. Und die Summe aus all diesen drei Pfeilen ergibt uns dann die Spannung U1 im ursprünglichen System. Schauen uns das Ganze nochmal für die Spannung U2 an. Dazu nehmen wir hier die blaue Spannung und wir sehen also als erstes hier in hellblau das positiv drehende Komponente, dann hier nach unten hinweg die negativ drehende Komponente und dann, wie vorher, in dieselbe Richtung zeigen die homopolare oder die Komponente des Nullsystems und damit ergibt sich dann die Spannung U2. Für die Spannung U3 können wir das genauso durchführen, das erspare ich mir jetzt hier. Ja, wir sehen also, durch die Überlagerung dieser drei Systeme, dieser drei jeweiligen Spannungen, erhalten wir die unsymmetrischen Spannungen. Die Frage stellt sich nun natürlich, wie kommen wir denn jetzt an unsere Spannungen für die symmetrischen Komponenten, für die symmetrischen Systeme? Wie kommen wir da dran? Und das zeige ich Ihnen jetzt in den nächsten Folien. Wir gehen zunächst einmal aus, wir hätten also unsere positiv und negativ und homopolar drehenden Systeme. Und das, was wir gerade grafisch gemacht haben, machen wir nun einmal mathematisch. Das heißt, wir schreiben also die Gleichungen für alle drei Drehstromspannungen U1, U2 und U3 auf. Und die ergibt sich eben aus den jeweiligen positiv, negativ und homopolar drehenden Systemspannungen. Und das Ganze gilt dann eben für die Spannung U2 und die Spannung U3, so wie wir das eben grafisch gemacht haben. Das Ganze können wir auch jetzt etwas anders schreiben. Wir wissen auf jeden Fall, dass unsere positiv und negativ drehenden Spannungen zu einem symmetrischen Drehstromsystem gehören. Das heißt, die Beträge dieser Spannungen, die sind jeweils gleich. Aber wir sollten vielleicht besser die Phase mit berücksichtigen. Und dann schreiben wir halt auf, dass eben U1 unsere positiv drehende Spannung ist. U2 ist die positiv drehende Spannung mal E hoch minus J 120 Grad, also negativ 120 Grad gedreht. Und die dritte Phase ist dann noch weiter gedreht. Das können wir auch entsprechend durch hier diesen plus J 120 Grad beschreiben. Dasselbe gilt dann für das negativ drehende System. Aufgepasst, hier haben wir dann bei der zweiten Spannung ein positives Vorzeichen für den Phasenwinkel und bei der dritten ein negatives, weil das System sich ja genau verkehrt rumdreht. Und beim Nullsystem zeigen alle Spannungen in dieselbe Richtung. Da kommt nicht noch extra eine Phasendrehung von 120 Grad hinzu. Genau, und damit können wir jetzt hier unser Gleichungssystem nochmal mit den Phasenwinkeln aufschreiben und das Ganze dann, weil es ein lineares Gleichungssystem ist, auch bequem als Vektor- und Matrix-Schreibweise machen. Das heißt, wir fassen die Spannungen U1 und U2 zu einem Vektor zusammen, wir fassen die symmetrischen Spannungen zu einem Vektor zusammen und erhalten dann hier die Faktoren, also praktisch die Winkelverschiebung der Spannungen als Matrix. Ja. Jetzt können wir uns die schreiben. Als Mathematiker und Ingenieure sind wir ja von Natur aus faul und versuchen eben so wenig wie möglich schreiben zu müssen. Und deswegen definieren wir jetzt hier Variablen und sagen, e hoch j plus 120 Grad definieren wir als eine Variable a. Und wenn wir die noch miteinander mit sich selbst multiplizieren,
dann bekommen wir E hoch minus J 120 Grad raus. Das heißt also, E hoch minus J 120 Grad entspricht dann also A Quadrat. Und damit schreiben wir jetzt hier also diese Matrix mit unserer neu definierten Variable A, einfach weil es bequemer ist. Gut, damit haben wir jetzt beschrieben, wie kommen wir von den positiv, negativ und homopolar drehenden Spannungen zu unseren ungeometrischen Spannungen U1, U2 und U3. Ja, damit sind wir schon ziemlich weit. Das Ganze ist halt jetzt hier ein Vektor, der sich aus einer Matrix multipliziert, sich mit einem anderen Vektor ergibt. Naja, und wenn wir jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückkommen wollen, wie groß sind denn jetzt UP, UN und UH, dann haben wir jetzt die einfache Möglichkeit, dieses lineare Gleichungssystem einfach umzustellen. Und wir sagen, dass also unser Vektor mit den symmetrischen Komponenten einfach die inverse Matrix hier mal unsere Spannungen im unsymmetrischen Fall sind. Das heißt, wir müssen also diese Matrix hier invertieren, um eben unser Kochrezept zu erhalten, wie wir an die symmetrischen Komponenten für die Spannungen kommen. Und das machen wir, indem wir das mit einem Computerprogramm machen oder per Hand einmal durchziehen. Auf jeden Fall, es kommt dann raus, dass diese invertierte Matrix ein Drittel mal, und jetzt sehen Sie halt hier diese Matrix, die ich jetzt nicht einzeln vorlese. Ja, nochmal zur Erinnerung, diese Variablen A besagen nichts anderes als eine entsprechende Phasenverschiebung um plus oder minus 120 Grad. Ja, und wenn wir dann dieses Gleichungssystem, was hier in Matrix-Schreibweise existiert, ausschreiben als einzelne Gleichungen, dann erhalten wir praktisch hier unsere Rechenvorschrift, wie wir hier an unsere positiv, negativ und homopolar drehenden Spannungen kommen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier also ein Drittel mal Spannung U1 mal und dann die Spannung U2 mit E hoch J 120 Grad multiplizieren und ein Drittel davon nehmen und so weiter. Achtung, die Spannungen U1, U2 und U3 sind natürlich komplexe Größen. Und das heißt, da steht nicht nur eine normale Zahl, sondern im Zweifelsfall eine Amplitude und eine zusätzliche Phasenverschiebung. Zum Beispiel bei der Spannung U2 steht dann also vielleicht 230 Volt mal E hoch J minus 120 Grad. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir das Ganze konkret auch in einer Rechnung anwenden. Ich hatte ja schon gesagt, wir bekommen durch diese symmetrischen Komponenten drei symmetrische Drehstromsysteme. Das heißt, wir können also jedes einzelne dieser Drehstromsysteme rechnen wie ein symmetrisches Drehstromsystem. Und wenn wir symmetrische Drehstromsysteme berechnen, haben wir ja in dem letzten Video gelernt, können wir es uns bequem machen und ein einphasiges Ersatzschaltbild dazu erstellen. Das haben wir ja letztes Mal auch für ein ganz normales symmetrisches Drehstromsystem gelernt. Und das können wir jetzt hier auf jeden Fall 1:1 für positiv und das negativ drehende System anwenden. Für die Komponenten ist es nämlich wurscht, egal in welcher Reihenfolge die einzelnen Spannungen sich drehen. Hauptsache, das Drehstromsystem dreht sich überhaupt. Und dann können wir eben die üblichen Regeln anwenden. Das heißt, die dreiecksförmigen Komponenten, wie wir hier zum Beispiel bei LD wie Dreieck hier haben, die müssen wir zunächst in sternförmige Komponenten umwandeln, um sie dann im einphasigen Ersatzschaltbild berücksichtigen zu können. Und wir hatten ja auch gelernt, dass dann der Widerstand oder die Impedanz des Neutralleiters wegfällt, weil eben im symmetrischen System durch den Neutralleiter kein Strom fließt. Soweit, so gut.
Anders sieht das jedoch aus für unser homopolares System, für das Nullsystem. In diesem Fall sind nämlich die Spannungen U1, U2 und U3 alle in dieselbe Phase gedreht. Das heißt, es wäre so, als wenn wir alle drei Phasen zusammenschließen an ein und dieselbe Spannungsquelle. Das bedeutet, für das homopolare System, für das Nullsystem, bekommen wir keine Spannungsdifferenzen zwischen den einzelnen Phasen. Das heißt, sämtliche Komponenten, die als Dreieck verschaltet sind, fallen weg. Denn durch diese fließt keine Nullkomponente. Anders sieht das jedoch aus bei den Komponenten im Neutralleiter. Weil jetzt alle drei Spannungskomponenten keine Phasenverschiebung zueinander haben, kompensiert sich auch der Strom im Neutralleiter nicht. Das heißt, wir müssen die Komponenten im Neutralleiter für das Nullsystem mit berücksichtigen. Und wenn wir dann das einphasige Ersatzschaltbild zeichnen wollen, wir erinnern uns, die Aufgabe war, dass wir zunächst einmal aus dem dreiphasigen Ersatzschaltbild drei einphasige Ersatzschaltbilder zeichnen. Dann brauchen wir auch in jedem Fall drei Rückleiter. Das heißt, der Widerstand hier im Rückleiter teilt sich auf 1, 2, 3 verschiedene Rückleiter, die jeweils zu dem einphasigen Ersatzschaltbild gehören. Damit wird der Rückleiter auch nur ein Drittel so dick, das heißt, der Widerstand wird entsprechend dreimal größer für eine Phase. Damit erhalten wir für das einphasige Ersatzschaltbild hier den dreifachen Wert der Impedanz im Rückleiter. Ich wiederhole also nochmal, beim Nullsystem fallen sämtliche dreiecksförmigen Komponenten weg. Stattdessen bleiben uns die Komponenten im Neutralleiter erhalten und werden mit dem Faktor 3 multipliziert. Die symmetrischen Komponenten haben auch direkt nicht nur eine rechnerische, sondern auch eine physikalische Bedeutung. Besonders deutlich wird das beim Drehstrommotor. Das Mitsystem oder positiv drehende System, das ist das, was in einem ganz normalen Drehstromsystem üblicherweise da ist. Das lässt den Motor vorwärts drehen. Das Gegensystem sorgt für ein Drehfeld in exakt der entgegengesetzten Richtung und würde den Motor abbremsen. Das Nullsystem hingegen macht überhaupt kein Drehfeld im Motor, sondern ein Magnetfeld, was immer nur in ein und dieselbe Richtung zeigt. Das heißt, es kann den Motor nicht drehen lassen. Es macht einfach nur Verluste in den Wicklungen. Bei Leitungen ist es relativ egal, ob das Drehstromsystem positiv oder negativ rumdreht, wird ganz normal übertragen. Das heißt, der Betriebsleitungsbelag, den wir demnächst kennenlernen, der gilt sowohl für das positive als auch das negativ drehende System, also für das Mit- und das Gegensystem. Für das Nullsystem hatten wir gerade noch gelernt, dass der Neutralleiter dann jedoch mit berücksichtigt wird. Außerdem haben wir Leitungsbeläge zwischen den Leitern keine Wirkung, also ein Kapazitätsbelag zwischen zwei Phasen wird da nicht berücksichtigt. Das heißt, wir müssen für das Nullsystem extra Leitungsbeläge definieren. Was es damit auf sich hat, lernen Sie in der nächsten und übernächsten Vorlesung kennen. Eine weitere interessante Bedeutung stellt sich beim Transformator dar. Auch beim Transformator verhält er sich bei dem Mit- und bei dem Gegensystem gleich. Das heißt, das ist dem Transformator egal. Er überträgt beide Systeme. Das heißt, der magnetische Fluss
wird sowohl beim Mit- als auch Gegensystem gleichmäßig verteilt auf alle drei Schenkel und hat eben dann eben wie die Spannung auch eine Phasenverschiebung von 120 Grad. Aber ein Drehstromtrafo kann üblicherweise kein Nullsystem übertragen. Denn wir gehen davon aus, dass ein Transformator üblicherweise symmetrische Leistung übertragen muss. Und deswegen kann man im normalen Fall den magnetischen Rückleiter einsparen, denn die magnetischen Flüsse der drei Phasen kompensieren sich gerade, dass der Rückleiter eben zu Null wird. Das Problem ist nur, bei einem Nullsystem gehen die magnetischen Flüsse in dieselbe Richtung, weil keine Phasenverschiebung da ist. Und dann wäre also ein magnetischer Pfad für den Rückfluss notwendig. Da er nicht vorhanden ist, kann eben das Nullsystem auch praktisch nicht ernsthaft übertragen werden. Der Rückleiter wäre dann sozusagen Luft und das sorgt dafür, dass eben die Induktivität für das Nullsystem dann sehr gering ist und es nahezu kurzgeschlossen wird. Ja, symmetrische Komponenten nutzt man häufig dann auch zur einfachen Charakterisierung von Betriebsmitteln, indem man eben die Betriebsmittel symmetrisch belastet, eben so wie die einzelnen symmetrischen Komponenten das machen. Und auf die Weise kann man eben das Betriebsmittel sehr schön charakterisieren und beschreiben, was bei einer unsymmetrischen Belastung passiert. Wenn wir punktförmige unsymmetrische Störungen haben, zum Beispiel einen Spannungseinbruch oder einen Kurzschluss auf einer der Phasen, dann können wir symmetrische Komponenten ebenfalls anwenden, denn wir gehen davon aus, dass der Rest des Drehstromsystems weiterhin symmetrisch ist. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn Sie eines der nächsten Videos dann wieder anschauen würden. Bis dann und auf Wiedersehen.